Hi, willkommen bei Grill & Chill Barbecue und Lifestyle. Heute wird's richtig lecker. Es gibt Apfelhälften, gefüllt mit Hackfleisch und einen super leckeren Apfel-Preiselbeer-Dip. Und ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen 4 Äpfel, 400 Gramm Hackfleisch vom Rind, 2 Esslöffel Petersilie fein geschnitten, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe fein gehackt, einen Teelöffel eures Lieblingssenf, 3 Esslöffel Panko-Mehl oder Semmelbrösel, einen Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Paprikapulver. Wer noch ein bisschen Rauchgeschmack reinhaben möchte, gibt einen halben Teelöffel geräuchertes Paprikapulver dazu. Das passt sicher perfekt. 100 Gramm Bacon. Ich habe hier wieder mal die 3 mm dicke Version zuschneiden lassen. Geht einfach zu eurem Metzger und sagt, ihr wollt ihr ein bisschen dicker. Dann ist das perfekt. 100 Gramm Preiselbeeren aus dem Glas. 1,5 Teelöffel eures Lieblingsraps. Ich nehme heute den Assistenzrap von Klaus Grillt. Der passt sicher sensationell da hier dazu. Nehmen wir uns den Apfel. Ein Apfelstecher, den rauszustechen. Einmal durchfahren. Und schon ist das gut. Halbieren. Und dann nehmen wir uns so einen Eislöffel und lassen so circa 1 cm außen dran. Den Rest nicht fortwerfen, die Seite legen, den brauchen wir noch. So geht das richtig gut. Die etwa so aussehen. Das passt, mache ich nun mit allen, dann sehen wir uns gleich wieder. Den Rest vom Apfel geben wir in so eine hohe Schüssel rein. Und stellen es auf die Seite. Nehmen wir uns das Fleisch und Senf dazu. Zwiebel und Knoblauch rein. Ein Teelöffel Salz. Das Paprikapulver. Und Petersilie. Und die 3 Esslöffel Panko-Mehl. Oder Semmelbrösel alternativ. Dann das Ganze gut vermischen, bis wir eine kompakte, gute Masse erhalten. So sieht das richtig gut aus, das passt. Nehmen wir uns so einen Apfel, ein bisschen vom Hack, von der Hackmischung, formen uns einen schönen Schneeball draus. Und drücken den gut da rein. Dass das etwa so aussieht, dann passt das perfekt. Das mache ich mal mit allen. Wenn wir das gute Fleisch schön verteilt haben, könnt ihr noch unten einen kleinen Schnitt machen, sodass sie schön gerade stehen. So stehen die perfekt. An den Assistenzrap nicht vergessen. Ein wenig oben drauf. Es braucht nicht viel. Ein
passt das. Nehmen wir uns so einen Apfel, schön Speck, einmal von dieser Seite rundum. Und mehr Bacon, mehr ist umso besser, noch von dieser Seite. Und dann reicht das schon vollkommen aus. Das sind richtig dicke Scheiben, 3 mm. Ihr könnt natürlich auch normalen Bacon nehmen vom Discounter. Geht auch besser zum rundherum wickeln. Aber so hat man richtig was dran. Nehmen wir uns so eine Kehrschale, stellen die alle schön rein hier. So geht nichts in den Grill rein. Und dann gehen wir mal rüber an den Grill. Grill mal aufgeheizt, indirektes Setup, 220 Grad, 15 Minuten. Schauen wir wieder rein. Dann geht es hier gleich weiter. Wir nehmen unser Apfelstückchen, wo wir noch übrig haben, die Preiselbeeren, 100 Gramm dazu. Dann nehmen wir uns einen Nutribullet oder so einen Zauberstab und mischen mal alles gut durch. Dann natürlich Würzen nicht vergessen, 1,5 Teelöffel Assistenzrapp von Klaus nehme ich hier. Alternative könnt ihr auch einfach Salz, Pfeffer und ein Teelöffel Thymian reinmachen. Das Ganze mal abschmecken. Wow, das ist richtig gut. Passt perfekt. Dann warten wir noch die 15 Minuten ab und dann sehen wir uns gleich im Grill. Gut, 15 Minuten sehen die schon richtig gut aus. Jetzt wollen wir den Speck noch ein bisschen kross machen. Ganz einfach den Heckbrenner starten. Nochmal eine Minute von jeder Seite anknuspern. Nochmal drehen. So sehen die wunderbar aus, nehmen wir raus und dann wird gleich mal angetestet. Ihr habt gesehen, ich habe hier ein indirektes Setup gehabt, unten einen Pizzastein rein, eine Plansche, irgendwas, wo ihr sicher auch rumliegen habt, dann geht das perfekt und dann sehen wir uns gleich beim Ankosten. So Freunde, habt's gesehen, sieht mal richtig lecker aus, jetzt wird getestet. Schneid mal einen auf. So sehen die von innen aus. Und dann wünsche ich guten Appetit. Guten. Passt perfekt zur Jahreszeit. Bacon hat alles schön saftig gemacht innen drin. Apfel schön warm, passt perfekt. Und der Dip, den müsst ihr unbedingt probieren. Sensationell. Ja Freunde, unbedingt testen. Probiert das aus. Der Rub ist auch perfekt, passt richtig gut dazu. Assistenzrapp von Klaus Grillt. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen. Job reinschauen, 2 weitere Folgen für euch. Schaut doch mal rein bei Green Chill Barbecue Lifestyle International bei Facebook. Und bis zum nächsten Mal bei Green Chill
Barbecue und Lifestyle. See ya! Uhuhu. Lecker schmecken.